Leute, was läuft, was geht? Gamble Joey ist zurück. Eine neue Folge. Wir sind im Sportasa Casino. Ich habe eine Balance von 1000 Euro. Ihr habt es gesehen. Ich bin nochmal in der Runde Megaways-Spiele heute. Curse of the Werewolf. Im Sportasa ist von Big Time Gaming das Game. Ne, Pragmatic Play, Big Time Gaming. Und wir gehen mal rein. Und kaufen für 200 Euro. Ich bin gespannt, es wird hier wieder ein Bonus-Buy-Video. Ich habe gesagt, ich will jetzt mal diese Woche ein bisschen was antesten. Wir brauchen... hier mal ein paar Wins jetzt. Plus ein Freispiel. Scheinbar brauchen wir viele von den Werwölfen, was ja auch Sinn ergibt. Muss schon viel passieren scheinbar in dem Game. Ja, komm auch rein. Gefallen tut mir das, glaube ich, nicht. Gewinn auf stabile 2,20 Euro. Ich glaube, das lasse ich sein hier. Ja. 17 Euro. Okay. 21,20 Euro, Alter, Verwalter. Ne, Leute, das kann ich mir nicht geben, tut mir leid. Ich wollte echt mal was ausprobieren, aber das war ja... das war ja gar nichts. Alter Verwalter. Ich hab gar keinen Bock gemacht, das Spiel. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das findet, das Game. Ich find's richtig öde. Ich guck mal, ob es hier noch ein Spiel gibt, was ich mal spielen wollte. Was auch ein bisschen außergewöhnlicher ist. Ja, Peaky Blinders, das wollte ich mal zocken. Ja, okay, das geht auch nicht. Wow. Danke, Herr Ramses. Ja, sorry für den Einstieg hier, das war, aber mir gefällt es nicht. Tut mir leid, mir gefällt es einfach nicht. Ich gehe einfach wieder in klassische Ramses. Und ich überlebe fürs nächste Mal sonst, falls wir hier was holen. Mal ein neues Game. Schreibt mir gerne auch sonst nochmal rein. Komm, komm. Wäre es doch gewesen einfach. Das wäre es doch einfach gewesen auf 7 Euro direkt. Mach's einfach. Oh ja, jetzt komm, 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 komm. Ding. Was macht der mit mir? Aber immerhin macht der schon mal Bücher. Hat Bock, glaube ich. Vom Gefühl her. Schauen wir mal. 7 Euro wäre jetzt schon stabil, wenn er jetzt einfach reingehen würde, ne? Ding. Mach jetzt nicht so ein 2-Scatter-Ding hier raus. 2-Scatter-Ramses oder was? Der weiß schon, womit er mich kriegt, ne? Hier im Sporthase. Let's go!
Jawohl. Ja. Ja, ja, ja. Geil. Hätte ich das mal direkt gezockt, hätte mir 2 Euro mehr. Kopf. Blume. Ah, okay. Auch ganz verrücktes Symbol. Katze. Ah, das wäre es gewesen. Oh, nee. Nee, ne? Die wohl schlechtesten Beispiele, die du kriegen kannst. Mein Gott, was soll sowas? Hier, Kopf. Hier im Buch. Fertig. Ein Kopf, da hätte gereicht. Der geht noch mal. Kommt schon. Wie er mich antriggert, diesen Freispielen, ey. Da darfst du dich echt nochmal entschuldigen jetzt gleich für. Mit guten Freispielen. Das war's jetzt, oder was? Kann's nicht sein, echt. Das kann es nicht sein. Ja, jetzt täuscht halt auch nicht mal mehr an, ne? Ja, auf 20 Euro, Leute. Oh mein Gott. Boah, aber jetzt zahl auch mal was, Alter. Boah, das bin ich hinabgespielt. Sorry, nichts gegen, ne? Das war einfach crazy gespielt. Oh. Dann mach wenigstens mal ein Dreier oder so. Das sind 200, ne? Oh, jetzt kackt mich so rein, ey. Irgendwas. Ja. Jawohl, 800 Euro, immerhin. 1000 Euro.
Oh, noch ein Dreier wäre natürlich überragend. Oder Verlängerung. Komm, mach noch ein Dreier. Verlängerung? Aber 1270 Euro, Leute. Wir sind hoch auf 1,7. Das war echt Tortur jetzt hier. Ja, was macht man jetzt wieder, ist die Frage, ne? Sollen wir auf den Zwanni probieren? Da ist das Geld auch ganz schnell wieder weg. Mehr runter auf 10er. Hier die Frage. Nee. Ach, ich höre hier auf, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, Glücksspiel kann süchtig machen. Spielt bitte nur mit dem Geld, was ihr überhaupt. Haut rein und macht's gut, euer Gamble Joy. Ciao.